Quadzur müsste mittlerweile ein Begriff sein. Wir haben schon Räder ausprobiert, wir haben schon das Werk oder das Headquarter besucht. Und jetzt haben wir ein Quadzur in einem absolut gehypten Modell und das stellen wir in diesem Video vor. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Fitbikes hier auf den E-Bike Days 2019. Und neben mir steht ein altbekanntes Gesicht, der Felix von Quadzur. Ich habe dich jetzt mal selber vorgestellt. Ja, vielen Dank. Genau. Ich bin der Markus. Servus. Und wir haben schon ein paar Videos über eure Motoren gemacht, Motoren-Akkus. Also wen interessiert, ein Antrieb, der komplett im Rad integriert ist. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Aber jetzt haben wir ein Fahrrad vor uns, was einen Quadzur-Motor hat. Keiner unserer altbekannten Marken ist, sondern eine andere Marke ist, aber irgendwie momentan extrem gehypt ist. Felix, was magst du denn dazu sagen? Warum ist dieses Rad so gehypt? Ja, erstmal wahrscheinlich, weil es wahnsinnig gut fährt. Also es ist ein richtig geiles E-Enduro, das erstmal nur 18,5 Kilo auf die Waage bringt, was extrem spektakulär ist. 18,5 Kilo mit Motor, mit Akku? Genau, ja. Und du kannst es optional auch ohne Motor fahren, was mit herkömmlichen Systemen ein bisschen schwierig wird. Das heißt, du kannst das Rad, wie es hier steht, um 3,3 Kilo leichter machen, die ganze Sache mit einer Blende ersetzen. Dann nehmen wir also den Akku raus. Genau. Und den Antrieb, weil das ist ja das Besondere bei euch, das Akku und Antrieb sozusagen. Akku und Antrieb wäre draußen, du machst die Blende rein, dann wird die ganze Geschichte aber nicht um 3,3 Kilo leichter, sondern um 2,9. Dann sind wir bei einem Gesamtgewicht von Pi mal Daumen 16 Kilo. Irgendwie so. Das heißt, du kriegst für den Preis, den das Rad wert ist, nicht nur ein richtig geiles E-Enduro-Rad, sondern auch ein richtig geiles Enduro-Rad, das du optional hochrüsten kannst zu einer Maschine, die dich auch mal den Berg hochbringt. Das ganze Bike ist vom Fahrwerk her eher abfahrtsorientiert gestaltet und vom Handling her nicht zu unterscheiden, wenn du bergab fährst, wie von einer unmotorisierten Variante. Und das ist richtig spektakulär für ein E-Bike. Das werden wir nachher nochmal ausprobieren. Ja? Wir werden das nachher mal am Trail hier im Testgelände ausprobieren. Aber im Endeffekt haben wir sozusagen ein All-Mountain-Enduro, eine Spaßmaschine. Und ich denke mal, Spaß ist so der Hauptfaktor Nummer eins. Ja? Genau. Du kannst damit sogar springen. Also das ist vom dem Gerät. Du vielleicht, ich weiß nicht. Ob ich das noch kann, weiß ich nicht. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Machen wir kurz einen Workshop. Also die Möglichkeit, mit einem Rad Spaß zu haben und auch tatsächlich diese Umrüst 2-in-1-Geschichte mit dem ganzen Rad auch verbunden, ist unique momentan im All-Mountain-Segment. Das heißt, wir sind auch mit dem Rad das erste Mal in einem Enduro-Bereich vertreten und auch wahnsinnig stolz als Hersteller, dass wir mittlerweile hier auf so ein Prestige-Projekt, wie es E-Zesti ist, vertreten sind. Ja, also wir haben immer so das Thema, macht es Sinn, einen Motor in einem E-Mountainbike zu haben? Ja? Hier muss ich sagen, man sieht es ja fast gar nicht. Ja? Also wenn man es verstecken möchte in irgendeiner Form, es ist natürlich, wenn man genau hinschaut, sichtbar, aber es schaut aus wie ein stinknormales Rad, oder? Ja. Das finde ich schon beeindruckend. Ja, also die Frage, macht es Sinn, ist natürlich irgendwie schwierig zu beantworten. Das muss jeder für sich selbst rausfinden, ob er mit einer Tagestour von 20 Kilometern zufrieden ist oder ob er vielleicht mit einer Tagestour von 40 Kilometern ein bisschen zufriedener ist, weil er ein bisschen mehr vom Tag gesehen hat und sich genauso angestrengt hat. Aber wir probieren es ja gleich aus, oder? Beantworten. Wir probieren es aus, aber ich bin hier interessiert, ob es vor allem genauso vom Handling her leicht ist und auch sowohl mit Motor als auch ohne Motor zu fahren ist. Und das definitiv. Kann ich schon mal vorwegnehmen, ohne zu viel zu spoilern, hoffe ich. Okay, wir werden das sehen. Ja. Ansonsten vom Design her, wenn man das anschaut, das ist komplett aus Carbon. Ja. Also sowohl Vorder- als auch Hinterbau, was auch nicht selbstverständlich ist in dem Segment. Wir haben auch noch ein anderes Rad von einem anderen Hersteller, das anders daherkommt. Zwar mit einem Voll-Carbon-Rahmen, aber mit einem Hinterbau aus Alu. Aus Alu, ja. Ist aus Steifigkeitsgründen ein bisschen leichter zu verarbeiten. Das heißt, hier haben die Ingenieure von Lapierre auch Glanzarbeit geleistet, dass der Hinterbau genauso steif ist wie beim ganz normalen Enduro-Rad. Okay. 18,4 Kilogramm Carbonrahmen, momentan extrem gut ausgestattet, also mehr geht ja fast gar nicht. Ja, bis auf den altbekannten Sattel, ne? Da hätten wir wieder mal ein paar andere Vorschläge. Ergon zum Beispiel, haut euch einen Ergon drauf. Zum Beispiel, auf jeden Fall besser als das hier. Escalab ist der Hammer. Was kostet sowas? Wir sind jetzt hier bei der Ausstattung bei 7.500. Okay, es ist kein Schnäppchen, aber vielleicht sein Geld wert? Man muss halt dazu sagen, es kommt hier mit einer Ausstattung mit extrem hochwertigen Teilen. Carbon-Kurbel, Carbon-Laufrädern, einer extrem hochwertigen Gabel.
Carbon-Lenke. Das heißt, recht viel mehr an dem Rad muss man nicht mehr nachrüsten. Und ja, man darf nicht vergessen, dass es nicht nur ein E-Bike ist, sondern auch noch als normales Rad genutzt werden kann. Das heißt, diese 2-in-1-Option ist definitiv in Betracht zu ziehen, wenn man sich überlegt, wie viel Geld man ausgeben möchte für ein Rad. Und soweit ich gesehen habe, gibt es das Rad ja noch in anderen Ausstattungen. Ne? Also es ist sogar genau. Das Topmodell. Ja. Und wir könnten auch noch ein bisschen einfacher ausstatten. Genau. Wobei der Motor und der Akku immer gleich ist. Immer das Gleiche, ja. Also generell ist es ja bei uns, bei allen Verzur-Modellen so, jedes Rad, das mit unserem Antrieb daherkommt, vollkommen egal, ob es ein Kinderrad ist, ob es ein Stadtrad ist, mittlerweile, ein Rennrad ist oder hier ein Fully, es kommt mit demselben Antrieb und es kommt mit demselben Fahrgefühl daher. Ganz wichtig. Okay, vielen Dank für die Einweisung sozusagen. Wir probieren es mal auf der Teststrecke aus und dann schauen wir mal, ob Worten auch der Realität sozusagen folgt. Oder der Realität der Worten folgt, irgendwie so. Ob du damit springen kannst einfach. Ob ich damit springen kann, ja, das werden wir sehen. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide. Ihr habt unsere Fahreindrücke jetzt gesehen. Felix, du hast, würde ich sagen, nicht übertrieben. Es macht richtig Spaß. Ja. Basti ist ein bisschen gesprungen, ihr seid ein bisschen sensationell. Also man kann sagen, es fährt sich wie ein normales Fahrrad. Es ist nicht vergleichbar mit einem Rad mit einem Bosch-Antrieb, der so fahrstuhlmäßig den Berg hochzieht. Ja. Du hast eher ein bisschen sportlicher gesehen. Und das haben wir ja auch schon mal, als wir damals das Rennrad gefahren sind. Das ist eher für diejenigen, die Sport machen wollen und ein bisschen Support drin haben. Oder kann man so genau, nutzen? Genau. Also kein Uphill-Flow in dem Sinne, dass man den Berg hochgeschoben wird, sondern Uphill-Flow in dem Sinne, um das Wort auch mal zu missbrauchen, dass man ja wirklich auch schwitzt beim Hochfahren. Ihr habt es selber gemerkt, das ist anstrengend. Man kommt nicht so leicht den Berg hoch wie mit vielleicht den ein oder anderen Systemen. Und ja, dadurch ist es definitiv ein Sportgerät, wie du schon gesagt hast. Genau, aber es macht Spaß, macht Laune, es motiviert zu springen, zu bewegen. Ja, also ein richtiges Mountainbike. Ich würde sagen, es ist ein Mountainbike mit Motor, den man aber nicht so merkt. Also von daher, vielen Dank, dass wir fahren durften. Sehr gern, immer wieder. Wir machen ja fast täglich jetzt Videos. Ja, fast täglich. Genau, ansonsten bei denjenigen gerne ausprobieren. Leider nicht bei uns, wir haben keinen Lapierre, sondern andere Marken. Aber es ist auf jeden Fall meine Empfehlung, einfach mal dieses Rad zu testen, ausprobieren. Wenn es dir gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und ein Like da. Ansonsten kommentiert unten in die Kommentare, was ihr von dem Fahrrad haltet. Sollen wir noch mehr Räder testen von anderen Herstellern, von anderen Antrieben? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Ansonsten Felix, vielen Dank für ein weiteres Video. Gerne, gerne. Und auch bei uns auf den Facebook-Seiten, auf Instagram, auf unserer Webseite mal vorbeischauen, den einen oder anderen Like vorbei da lassen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch auf unserem Channel mal vorbeischaut. Wir haben bald was geplant. Schauen wir mal. Bis dann, zum nächsten Video. Ciao. Servus.